Moin moin meine lieben Leute und willkommen hier auf meinem Kanal. Heute mal mit was Neuem und zwar Apple Arcade ist ja gestartet und ich dachte mir, das ist der Anlass mal Oceanhorn 2 zu spielen, was so ein bisschen wie Zelda ist und früher so. Und ich habe den ersten Teil damals auf meinem iPhone noch gespielt und fand es eigentlich ziemlich cool. Naja, auf jeden Fall würde ich dieses Apple Arcade, ich habe jetzt auch mal den Testmonat gestartet und wir starten einfach mit Oceanhorn 2. Kann ja eigentlich nicht schlecht werden. Schauen wir uns das mal an, wir gehen mal direkt rein. Achso, falls ihr das selber machen wollt, geht doch einfach mal rein in den Apples hier Einkaufscenter, wollte ich gerade sagen, und klickt auf Arcade und da könnt ihr direkt einen Monat testen. Das ist natürlich sehr cool und das machen wir auch. So, Speicherplatz, erstes Spiel. Bin gespannt, der erste Teil war schon... End of the world, I write this paragraph to be the last for Realm of Arcadia. They fought valiantly against this end, but they are powerless before the fate set by Kronos. The sands of time have run many times since these events were set in motion, and none who took part in the downfall of Arcadia was left unchanged. Ah, an observer. At a time like this, your appearance is surely not a coincidence. I will show you what transpired, but for you to understand the whole story, you must experience it yourself. This I can tell, though. It is a tragic tale of two eternal souls. It began on a dark and stormy night, and all within a lost realm. Okay, überspringen wollte ich es nicht. Ich wollte nur nicht, dass mein iPad ausgeht, weil es gibt ja diese Funktion, dass er zwischendurch ausgeht. So, ich bin gespannt. Also ich kann das Spiel hier auf dem iPad Pro, letzte Generation, das ist 11 Zoller. Für Leute, die es interessiert, kann euch natürlich nicht sagen, wie flüssig es auf den verschiedenen iPhone-Versionen läuft. Das kann ich jetzt nicht testen. Aber auf dem... Hier sieht es schon mal ziemlich cool aus, muss ich sagen. Ziemlich gut. Aber ich meine, mit der Power... Is it really you? Mesmeroth, old friend? When I got the message, I could not believe it was from you. He should not suffer because of my mistake. This child is for you to raise, Master Mayfair. Der Typ hat ein dreifaches Zelda-Logo auf dem Kopf. Take good care of him. Ja, bin gespannt, auch von der Story her, ob das alles mithalten kann. Somit, was man so kennt. Sieht schon mal ziemlich ganz gut aus. 10 Jahre später. Also der erste Teil war ja eigentlich nur von der isometrischen Perspektive. Guck mal, wie es jetzt hier ist. Hier sieht es echt nach 3D aus. Ich habe mir gar nicht so viele Videos angeguckt davon. Aber es war gute Unterhaltung damals, der erste Teil. Deswegen, warum nicht den zweiten Teil auch mal starten? Und für 4,99 im Monat dafür ein paar Spiele zu bekommen, why not? Ich könnte ja mal in die Option gleich gehen. Retrieve a lockbox, stolen from me many years ago by pirates. Its contents are vital for your knighthood. Good luck, Master Mayfair. Okay. Ja, passt mal auf. Gut. Also, viel Fortschritt. Neue Herausforderung entdeckt. Hopp, hopp. Also. Das ist hauen. Und hier ist laufen. Okay. Steuerung ist ziemlich easy. Damit kann ich zielen. Und kann auch wieder aufhören. Okay. Was ist das hier? Das ist mein Menü. Sehr ordentlich. Ich wollte mal gucken, ob ich hier irgendwo... Kann ich hier auch irgendwie die Optionen reinkommen? Also die normalen Optionen? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, gehen wir erstmal dahin. Oder warte, vielleicht oben auf die Karte. Ja, guck mal da. Ich wollte mal aufs System gehen. Eventuell kann man was einstellen. Bei einigen Spielen konnte man immer was einstellen. Batteriesparmodus an. Aus. Bronke. Brauchen wir nicht. So. Gut, unsere Quest hier. Finde eine Schließkassette, die mir vor vielen Jahren von Piraten gestohlen wurde. Ihr Inhalt ist äußerst wichtig für deine Ritterschaft. Viel Glück, Meister Mayfair. 18 Jahre später, ich überlasse den Jungen jetzt die... Achso, guck mal, das ist der ganze Text. Können wir das alles mal durchlesen. Ziemlich gut. Ausrüstung.
Was denn hier? Heilzauber. Haben wir noch nicht so viel von? Gut. Okay, geht's mal weiter. Dein Ziel ist mit einem gelben Dragon von Minikarte markiert. Was ist denn das? Kann ich das einfach aufnehmen? Nee. Aber das ist doch ein Buch. Hätte jetzt gedacht, dass ich das irgendwie nehmen kann. Kann ich aber nicht. Ist auch noch irgendwas. Die Insel gehört den Ausgestoßenen. Ah, okay. Und was steht hier? Dein Ziel ist... Ach so, das ist nur so eine Information. Habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Jetzt erst. Ist eine Information für mich. Damit ich weiß, wo ich immer hin soll. Okay. Und oben ist schon ein Gegner. Den holen wir uns auch mal. Garabara. Okay. Stufe 1 Lehrling. Einer, okay. Ein Euro, sag ich schon. Ein Erfahrungspunkt. Ein Euro. Ja, gut. Wir gucken mal alles hier. Und hinten ist, oh, da hinten sieht es wieder nach einer Kiste aus, da hinten. Geh erstmal hier hoch. Was ist das hier? Ewige Lebenskraft für den, der nach den Apfelbaum greift. Ein Apfelbaum. Guck mal, da kann man noch rüber irgendwie vielleicht. Ich weiß gar nicht, im anderen Teil sprang er ja automatisch. Springt er hier auch automatisch? Yes. Okay. Dann können wir auf die andere Seite springen da mal. Das müssen wir ja rüberkommen vielleicht. Das ist zu tief. Ja, perfekt. Das sieht schon ganz ordentlich aus, ne? Also macht auf jeden Fall Spaß. Hier durch die Gegend zu. Ist jedenfalls richtig groß geworden, wenn ich mir das beim ersten Teil vorstelle. Machen wir kurz mein Mikrofon ein bisschen höher, vielleicht kann man mich dann besser verstehen. Beim ersten Teil war es noch sehr anders. Hier ist es schon ziemlich cool gemacht. So, warte mal, hier müssen wir auch rüber. Ich weiß nicht, ob ich ins Wasser kann. Kann ich schwimmen? Das müssen wir gleich mal gucken. So, auf erstmal gehen wir hier. Du hast eine Perlenkette gefunden, dafür bekommst du 75 Münzen. Fantastisch. So. Können wir ins Wasser gehen? Ein bisschen können wir im Wasser. Können wir auch schwimmen im Wasser? Das nochmal. Yes, können wir. Okay, aber er verbraucht natürlich Ausdauer. Okay. Da ist noch so ein Scarabeus oder Scarabarus. Den peilen wir auch mal an. Ach, guck mal, von... Halt, da ist was drin in dem Baum. Mal rein. Da, was ist das? Jede Ecke und Winkel. Dosenessen gefunden. Okay. Gut, das Dreieck da oben zeigt ja, wo wir hin sollen. Warte mal. Gehen wir nochmal hier längs. Hier ist noch mehr. Guck mal. Guck. Noch mehr Essen gefunden. Was ist das? Flasche können wir nicht nehmen. Okay. Was ist das denn da? Nehmen wir die Kiste gestellt? Okay, mit der Kiste können wir nichts machen. Was ist das hier? Ja, ich werde mal testen, ob alles mitnehmen kann hier, ne? Das kann man anscheinend nicht. Gut. Ah, guck mal. Hier macht man eine Rolle. Mit Doppelklick macht man eine Rolle. Wir gehen mal hier längs. Also ich werde erstmal die Insel ein bisschen erforschen, bevor ich direkt zum Ziel gehe. Wäre schon ganz nett zu wissen, was es hier noch so gibt. Also ich würde dieses Apple Arcade jetzt wirklich öfters nutzen. Neben der Switch. Das ist so das Einzige, was mir so ein bisschen gefallen hat. Also ich wollte jetzt keine anderen Konsolen mehr dazu holen. Aber das hier ist doch irgendwie lässig. Ich soll das Ganze eine Chance geben. Mal reinholen. Also nichts drin. Okay. Natürlich sagen jetzt die... Ups. Kleinen Moment mal. Da hat sich gerade mein Mikro verabschiedet. So, jetzt könnt ihr mich wieder hören. Natürlich werden die einen oder anderen sagen, das ist jetzt überhaupt, das hat nichts mehr mit Gaming zu tun. Aber ich finde, eigentlich muss man allen eine Chance geben. Und ich finde gerade so, das hier, so viel, ich mache, werde jetzt nicht unbedingt super viel Werbung dafür machen, aber ich finde so 4,99 im Monat, das ist schon mit einem Kampfpreis von Apple. Müssen natürlich auch beweisen, dass sie genug Spiele haben, um einen bei Laune zu halten, weil sonst lohnt sich das nicht. Komm hier hoch? Nee. So, gut, jetzt laufen wir den Pfeil mal nach. Was ist das hier? Darf ich nicht runter? Okay. Hier ist auch noch was. Ach, guck mal, da haben wir so ein paar Sachen eingesammelt. Kräuter. Kann ich nicht durchlaufen? Na doch. Gut. Schauen wir mal.
Gehen wir mal hin, da wo wir hin sollen. Das ist ja noch richtig viel zu entdecken. Laufen wir erstmal zu dem Dreieck da, wo wir hin sollen. Wie Fortschritt gespeichert. Oh, warte mal, wir gehen nochmal kurz hier unten lang. Was steht denn da? Die Brückensteuerung ist verrostet. Du musst den Schalter anstoßen. Das machen wir gleich. Mal hier unten längs. Das sieht schon ganz cool aus, ne? Also, bin mir nicht sicher, aber ich kann mir gut vorstellen. Ich werde es mal testen. Ich habe gelesen, man kann das Ganze auch mit einem Joypad spielen. Das werde ich, glaube ich, auch machen. Aber das muss ich erstmal rausfinden. Huch, da ist noch einer. Also wenn das klappt mit dem Joystick, dann werde ich natürlich, oder ein Joypad, dann werde ich natürlich anschließen. Aber genug hier rumliegen. Enger, es wird schon passen. Komm rein. Nee, aber wir können rauf. Okay. Ich muss sagen, es macht schon ein bisschen Spaß, hier rumzulaufen. Grafisch ist okay. Ah, guck mal, da ist der Apfelbaum. Hat er nicht von irgendeinem Apfel geredet hier? Können wir da raufklettern? Lieber Mario vielleicht. Gehen wir da rauf. Da kann ich nicht so einfach rauf. Oder kann ich den antippen vielleicht? Das geht nicht. Mal ganz kurz gucken. Beim System kann man da vielleicht schon eine Steuerung einstellen? Eine andere? Nee. Also nicht, dass ich eine andere Steuerung brauche, aber ich wollte gerne mal gucken, wie das ist mit... Vielleicht können wir hier da oben Apfel runterschießen. Oh, können wir abschießen, Apfel? Und mehr auch nicht. Na gut. Geht's hier hoch. Bam. So sieht's aus. Es fehlen noch 45, um aufzusteigen. Da kommen wir schon noch hin. Warte, hier oben ist auch noch was. Zumindest leuchtet da noch was. Da unten leuchtet auch noch was. Wir müssen auf jeden Fall noch mal den Strand erforschen. Altmetall. Okay, wofür wir das brauchen, weiß ich noch nicht. Finden wir auch noch raus. Was ist das denn alles da? Oh, das sind irgendwelche Kristalle. Da hinten irgendwas Rotes ist das, ne? Müssen wir nachher mal angucken. Steht da. Jones! Ich habe kleine Schätze für dich in Krügen versteckt. Zertrümmere sie, wenn du sie siehst. Russell! Okay, das haben wir schon rausgefunden. Hier hoch. Kann die platzieren? Kann man da raufklettern auch? Nee. Die brauchen wir bestimmt noch für irgendwas. Guck, unten sind auch welche. Hier können wir auch wieder runtergehen. Gehen wir runter. Okay, fallen lassen sollte man sich vielleicht bei einer bestimmten Höhe nicht mehr. Ah. Alte Münze, okay. Da ist noch ein Schalter. Ah, okay. Ah, guck mal, jetzt macht er den Weg frei. Oder Truhe da? Kann ich jetzt da hochklettern, rüberkommen? Wahrscheinlich, ne? Guck. Oh, da sind noch Fische im Wasser. Habt ihr das gesehen? Schwimmen noch. Ah, schon ein bisschen lebendig, die Welt. Du hast eine Smaragdkiste gefunden, dafür bekommst du 120 Münzen. Können wir natürlich gebrauchen, wahrscheinlich können wir nachher noch coole Sachen kaufen. Komm hier hoch. So, wir müssen also diesen Dreieck da, ne? So, unten. Okay. So. Ging es auch irgendwo rein, ne? Steht denn da so?
Eintritt verboten. Na, daran halten wir uns ja wohl. Oh, altes Piratenversteck, Kraterrand Inselgruppe. Oh, unser erster Dungeon? Ah, ich denke nicht. So, der sieht aber eklig aus. Wacht er wohl? Kleiner Schleimer. So, wo steht denn da? Lesen. Du kannst auf Gegenstände klettern, die niedriger als deine Schultern sind. Gut zu wissen. Ah, das weiß ich schon. Feuer frei. Holen wir einmal kurz. Ach, da kommen wir nicht. Okay, aber okay. Ja, warte mal. Ja, bleib oben. Wir können auch darüber hüpfen, glaube ich. Zack. Komm mal rein. Du hast eine Holzstatue gefunden. Dafür bekommst du 20 Münzen. Ich kriege immer gleich die Kohle. Ich muss also nicht mit rumschleppen. Glaube ich. Verlorene Schatz. So. Binde das Schild des Ritters. Die kann man nicht kaputt machen, oder? Ist auch noch was? Kaktus. Vielleicht kann ich Kaktus auch abschießen. Warte mal. Zack. Na, okay. So. Ja, schnell so. Oh, hier ist ein Schalter. Wirkt er? Okay, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwas hinschieben oder raufstellen. Nö. Komm, geht so direkt auf. Oh, das ist doch gut. Hätte jetzt gesagt, dass man da irgendwas raufstellen muss. Gut, was steht hier? Der blaue Kopf bleibt von alleine unten. Ach, der blaue Kopf. Ah, okay. Der blaue Knopf, nicht der blaue Kopf. Lesen. Kaputte Brücke voraus, aber keine Sorge, du kannst sie überqueren, wenn du einfach weitergehst. Du solltest dich zuerst um diesen Felsbrunnen kümmern, wenn du dein Schild, um ihn wegzuschieben. Wir haben ja kein Schild, das müssen wir wahrscheinlich erst finden. Finden wir wahrscheinlich hier. Bestimmt hier drin. Da ist es! Das ist ein Schild, das einst der Ritter von Arkadien gehörte. Der Schild ist nicht nur für die Abwehr feindlicher Nickgriffe nutze, sondern auch fürs Wegschieben von Hindernissen. Mein Gott. Stufe 2, dein neuer Ritterrang ist Kadett. Du bekommst einen kleinen Bonus von 25 Münzen. Und dein Leben wurde aufgefüllt. Okay. Perfekt. So, wie benutzt ihr das Schild, ist die Frage. Kann ich ausrüsten da oben? Nee, kann ich einfach so machen, okay. Gut. Also ich hab das 11 Zoll iPad und muss sagen, man kommt überall gut ran. Also da muss man sich keine Gedanken machen. Mal sehen, wie sich das Eifer des Gefechts ist. Natürlich die Frage für mich, warum kann ich das nur mit meinem Schild weg? Oder? Müsste doch eigentlich auch machbar sein mit der Hand. Naja, gut. Du kannst viele Gegenstände tragen und werfen. Achso, warte mal. Wo soll ich hinwerfen? Da. Okay, dann wirf. Ich kann sie auch einfach kaputt machen. Das ist schon die gleichen Sachen, oder nicht? Super. Okay, da ist ein Knopf. Was heißt der Knopf? Der rote Knopf bleibt nicht von alleine unten. Okay. Das heißt, wir müssen irgendwas raufstellen. Vielleicht so ein Fässchen hier. Genau. Siehst du? Gut. Oh. Ah. Man muss auch schnell umgreifen können, aber. Kriegen wir auch noch hin. Und eine Kiste. Mag da drin sein. Du hast einen Schlüssel gefunden. Zum Piratenversteck. Okay. Goldener Pfifferling. Okay, aber hier kommen wir nicht raus irgendwie, ne? Müssen wir den ganzen Weg wieder zurücklaufen? Wahrscheinlich. Gut. Dann laufen wir nochmal zurück.
Ach so, das war die Tür da hinten, ne? Oh. Dann müssen wir die jetzt ja aufmachen können. Ob wir einen Schlüssel haben? Yeah! Na, gibt's hier ein bisschen... Machen wir die alle platt? Tatsächlich. Oh Mist. Das war ein Viech. Oh. Okay. Haben wir auch was einsammeln? Haben wir von oben runtergerollt. Das heißt, da oben können wir auch noch hochklettern. Wo geht's denn da hin? Oder was ist denn da? Frage ich mich. Mal hoch. Ups. Kann ich da nicht hochklettern? Ich wollte gerade sagen. Was kann ich oben machen? Ach, da geht's rüber. So, mal gucken, welche Höhe wir abkönnen. Oh, anscheinend habe ich gar nichts verloren. Auch nicht verkehrt. Viel Fortschritt gespeichert. Um Speichern müssen wir uns also nicht kümmern, das ist schon mal gut. Lesen. Halte die Fässer vor den Fackelfern, sie fangen schnell Feuer, Kapitän. Okay. Okay, aber das ist ja gut für uns zu wissen, denn... Nein. Genau. Ich muss sie da hinschmeißen, glaube ich. Kann das sein? Was ist er denn hier? Geheimer Hafen. Ich glaube, da könnte man das Fass doch garantiert. Warte. Siehst du? Ich habe auch schon gedacht, dass es irgendwie so funktioniert. Die Frage. Okay, warte mal. Gehen wir erstmal da raus. Hier geht es ja wahrscheinlich auch nicht weiter. Das ist auf jeden Fall nicht der Weg. Hier ist irgendwo eine Kiste. Glückspilz, ein Beutel mit Gold. Du hast darin Goldstücke gefunden. 200 Stück an der Zahl. Perfekt. Halte die Fässer und Fackelfern. Sie fangen schnell Feuer. Okay, das wissen wir jetzt ja. Aber gut zu wissen, dass jetzt auch die Fackeln geht und auch vom normalen Feuer. Ach so, warte mal. Muss ich denn... Müssen wir hier auch was machen? Ah, ich glaube nicht. Da passiert anscheinend nichts. Okay. Ups. Geht's jetzt mal hier weiter? Ich weiß gar nicht, ob ich hier beim den 60-Hertz-Modus anschalten muss. Oder ob die 120 hier reichen, also okay sind. Also haben wir bei der an Dings angucken, wie es ist, wenn das... Was ist denn hier? Ach, das ist so ein Explosionsding, okay. Das wusste ich nicht. Gut. Weiß ich jetzt. Mir ein bisschen Leben gekostet. Aha. Also hier links. Mann, ich will ihn nur umhauen. Lust, die ganze Zeit in der Scheiße zu schleppen. Piratenschatzraum. Betreten nur mit Erlaubnis des Kapitäns. Du benutzt den Kapitänsschlüssel. Ja, okay. Den haben wir noch nicht. Wo finden wir denn den Kapitänsschlüssel, ist die Frage. Hä? Wo war der denn? Der ist uns doch gar nicht begegnet unterwegs, oder? Müssen wir wahrscheinlich mal hier runter. So. Menschen leben. Wenn du viele Heilmaterialien sammelst, verwandelt sich der Überschuss in Tränke, die du im Kampf verwenden kannst. Ich habe das als junger Pirat gelernt und das Geheimnis ist meines Lebens. Das Geheimnis meines Lebens ist das. Okay. Gut. Im Ofen. Also am besten alles einsammeln. Muss auch nichts verpassen.
verborgen bleibt. Ups, oh, da. Gucken, ob der Schlüssel hier drin ist. Yes, da ist der Kapitänsschlüssel. Gut. Oh, zurücklaufen. Eine Leiter, ne? Genau. Gar nicht verkehrt, so, wieder da längs. Okay, wenn wir einmal kaputt gemacht hat, kommt da wahrscheinlich nichts Neues rein. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Da ist der Kapitänsschlüssel. Bin gespannt. Einen ganzen Scheiß einsammeln hier. Wenn wir dafür Tränke bekommen, kann es da nicht so verkehrt sein. Mal gucken, ob wir so einen Zelda-Schlag auch haben. Wow. Na, okay. Bin ich aber außer Atem denn. So. Die Frage, was machen wir hier? Also, es sieht hier aus, ob hier jetzt ein Boss kommt. Sieht auf jeden Fall verdächtig heraus, weil die ganzen überall diese Explosionsfeste sind. Wir gehen mal hier ins Wasser. Ah, okay. Die Kiste wollen wir haben. Und wer versperrt uns den Weg? Oh. Galaktos, uralter Riesenkopffüßer. Okay. Behauptung, wir können die Dinger hier benutzen, irgendwie. Wie weiß ich eigentlich nicht. Oh, wahrscheinlich nicht. Hm. Aber ich konnte ja auch nicht hier. Also ich kann die ja schieben, ne? Kann ich die schieben? Oh. Oh. Oh, das hat mich geballert. Eieiei, aber das war ein Leben. Oh, jetzt fällt er nicht. Oh, guck mal, da, sein Mund ist auf. Okay, das fand er, glaube ich, nicht so cool. Oh. Ah, ich lebe. Danke. Ah! Na warte. Ja, jetzt zieh dir auf, ne? Aber jetzt, ne? Komm hoch. Auch nicht. So! Yes! Defeat Galactus! Okay, der war nicht wirklich schwer, gebe ich zu. Aber ich glaube, es wird schwierig werden. Eine Herausforderung war der jetzt wirklich nicht. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber trotzdem ganz gut unterhaltsam. Du hast den Schlüssel der Kapitänstruhe. Gut. Dann können wir doch wahrscheinlich die Truhe da hinten aufmachen. Stufe 3. Dein neuer Rang ist der Ehrentitel Junker. Du bekommst eine kleine Bonus von 50 Münzen und dein Leben wird aufgefüllt. Perfekt. Du hast Meister Maifers Schließkassette gefunden. So, das ist die Kassette, die er brauchte. Buccaneer, sail for the first time. Okay. Segle zum Dorf Arne. Arne, Arne, Arne. So.
Schießen? Also ich könnte irgendwas machen, aber das kann ich gar nicht. Auch schießen kann man nicht. Ja, cool. Ja, ich würde sagen, das reicht aber auch für die erste Folge. Hoffe, es hat euch gefallen. Ich weiß nicht, ob ich daraus ein Let's Play machen soll, ja oder nein. Könnt ihr ja mal was sagen. Ich werde so 1, 2, 3 Folgen machen und dann gucke ich mal, wie die Resonanz ist. Ich finde es ganz witzig. Ich werde auf jeden Fall mehr Arcade-Spiele mit reinnehmen. Beziehungsweise sowieso mal ein paar Spiele aus dem Play Store. Beziehungsweise aus dem App Store. Mal sehen. Oh, das gucken wir uns noch an hier. Dorf Arne. Bin mir nicht zu klein. Also es ploppt schon ganz gut auf. Dafür, dass dieses Gerät hier einfach eine mega Power hat, ist das Spiel nicht ausgelegt fürs iPad Pro so richtig. Also ist nicht darauf hinprogrammiert. Wahrscheinlich. Aber es müsste ja dann wesentlich schlechter laufen auf 1, 2 Generationen älter. Also es läuft ja flüssig beim Spielen, aber diese Pop-Ups hier, das sieht so ein bisschen blöd aus. Hätte man vermeiden können. Gerade weil die Grafik jetzt auch nicht mega anspruchsvoll ist, aber trotzdem, da ist wahrscheinlich mein Meister. Gut, den befragen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Tschüss.